Ja, moin Leute. Seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Off the Hunter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Ja, wir drehen unsere zweite Runde durch den schönen Matariki Park, dem aktuell neuesten DLC von dem Game. Und wir sind heute wieder ein bisschen weiter im Süden unterwegs, nachdem wir letzte Folge hier mal so ein bisschen, naja, die Gegend noch ein bisschen aufgedeckt haben. Und wir werden heute uns wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen durch die schwarzen Flecken auf der Karte hier nach Norden bewegen. Einfach nochmal ein bisschen was aufdecken hier, nochmal gucken, was wir so finden auf dem Weg. Und wir beginnen bei diesem kleinen schönen See hier, wo sich auch das ein oder andere Tier befindet. Wir haben zum Beispiel ein Himalaya-Tar hier am Start. Wir haben aber auch einen Weißwedelhirsch hier drüben. Leider beide Tiere nur mit einem Stern am Start, aber für den Anfang ist das auch mal in Ordnung. Hier waren vorhin noch mal mehr Tiere. Eventuell habe ich ein paar Tiere verschreckt, als ich mit meiner Karre hier hochgebrettert bin. Aber gut, was soll man machen, ne? Da müsste man halt nehmen, was übrig bleibt. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen direkt da rein. Ich wollte mit dem Himalaya... Ich kann das nicht aussprechen, Leute. Mit dem Himalaya-Tar anfangen. Weil das steht schön in meine Richtung positioniert, ne? Da kann ich schön frontal auf die Brust schießen, vielleicht direkt ins Herz. Ich meine, gut, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ihr wisst, mit sitzenden Tieren habe ich so meine Probleme. Da treffe ich irgendwie nie so gut. Deswegen gehen wir mal hier auf das Tier. Ich meine, das steht halt schon wirklich echt gut. So, wir haben... Der Wind ist ein bisschen diagonal. Wir sollten vielleicht ein bisschen weiter nach links zielen. So vielleicht. Sicher, sicher. Zweiter Schuss geht immer. So, das war jetzt natürlich so mittelmäßig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der zweite Schuss die Hirsche verschreckt hat oder der erste direkt schon. Aber war natürlich nicht gut. Ich habe nur den Blutfleck gesehen und dachte mir, das sieht mir ein bisschen wenig aus. Ein bisschen zu wenig. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass das schon ein tödlicher Treffer war. Ich hoffe es. Die Blutspur geht auf jeden Fall eine ganze Strecke lang. Ich denke, das ist in Ordnung. Gucken wir mal, ob das der zweite Schuss war oder der erste direkt tödlich war. Die Blutspur sieht halt so klein aus. Wobei, es kann auch sein, dass ich einfach die Hauptschlagader getroffen habe. Dann sieht das auch ungefähr so aus. Dann ist es nicht so pink, das Blut, sondern mehr so ein bisschen dunkler. Naja, okay. War jetzt alles nicht ganz so prächtig. Jetzt sind die Hirsche auch weg, aber gut. Moment. Irgendjemand ist noch in der Nähe. Gämse auf der anderen Seite vom Berg. Vielleicht gehen wir dann mal kurz gucken. Ich würde mir vielleicht mal eben hier die Blutspur, da geht es lang. Das würde ich mal kurz markieren. Und dann schauen wir doch mal kurz, wo das war. Ich habe da drüben sowieso schon eine Markierung. Da habe ich vorhin schon ein paar Tiere gesehen. Ich dachte aber, es waren Tare und keine Gämse. Gucken mal. Das müsste man ja von hier ganz gut sehen können. Ich meine, wir sind oben auf dem Berg. Na, guck mal, da unten, da sehe ich doch schon was. Das sind aber immer noch Tare, würde ich sagen. Ja. Wobei, das ist eine Mischung aus Taren und Gämsen, oder? Nee. Nur Tare. Wo war die Gams, die gerufen hat? Die kam doch auch aus der Richtung. Wow, das kam doch von hier irgendwo. Naja, gut. Keine Gams für mich, nehme ich an. Aber dafür können wir uns noch ein Tar mitnehmen. Da ist eine Gams. Guckt mal, da. Okay, aber auch nur erwachsen. Ja, ist hier unten jemand ausgewachsen? Würde sich... Das war doch eine Ziege, oder? Eine Hausziege. Gar nicht mal so weit weg. Nur 100 Meter. Leider ist... Das ist nicht ganz so einfach mit dem Berg hier. Die werde ich wahrscheinlich so nicht erwischen. So, was machen wir denn jetzt mit euch? Alle nur erwachsen. Das ist alles nicht so gut. Soll man ein Weibchen abschießen? Ja, wir müssen es wahrscheinlich machen. Weil sehr viel mehr bringt uns wahrscheinlich nichts. Sehr viel mehr bringt uns wahrscheinlich nichts. Ah ja, genau. Okay, das ist das Weibchen, was wir abschießen wollen. 200 Meter ist vielleicht ganz gut. Wobei, wir könnten eigentlich auch so ein Männchen abschießen. Ich meine, es sind so viele erwachsene Männchen. Macht das so... Es macht doch keinen so großen Unterschied, oder? Das Tier ist vielleicht auch ausgewachsen. Oder das? Für wen entscheiden wir uns? Ich würde sagen, für das Tier. Das sieht gerade ganz gut aus.
Noch ein bisschen höher. Komm. Oh, ist auf jeden Fall tödlich, aber war sehr weit links, oder? Bisschen zu weit links für meinen Geschmack. Da hat der Wind vielleicht doch ein bisschen zu doll mit reingespielt, aber gut. Tödlicher Treffer ist tödlicher Treffer, würde ich sagen. Gut, ja. Sammeln wir mal die Tiere ein, würde ich sagen, und dann gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen was Größeres ranholen. Das war ja bis jetzt noch nicht die prachtvolle Ausbeute hier. Okay. So, ich bin jetzt gefühlt am Ende der Welt. Das Tier hat einen ganz schönen Umweg genommen von da oben hier runter. Aber gut, ich glaube, wir haben wirklich nicht so gut getroffen, wenn ich so die Blutspur gesehen habe. Also ich musste echt ganz schön lang hinterherlaufen. Wir gucken einfach mal, was wir so hier angezeigt kriegen. Okay, scheinbar haben wir viel zu tief geschossen. Ich meine, gut, das kann an der Perspektive gelegen haben. Diese Tiere haben ja unfassbar viel Fell und ich habe das hier unten gesehen und ich dachte wahrscheinlich... Ja, okay, das hat wahrscheinlich getäuscht. Ich habe wahrscheinlich einfach zu tief geschossen. Gut, das kann bei diesen Tieren schon mal passieren. Wir haben im Prinzip nichts getroffen hier, außer ein bisschen Fleisch. Der zweite Schuss war eigentlich auch nicht sehr viel besser. Ich habe knapp an der Lunge vorbeigeschossen und auch ins Fleisch. Naja, logischerweise, wenn ich schon treffe, dann auch das Fleisch. Tja, das war alles nicht so optimal. Ich meine, dass wir es bekommen haben, ist okay. Aber das Tier musste ganz schön, naja, es musste einen ganz schönen Leidensweg absolvieren. Das ist alles nicht so gut. Wisst ihr was, Leute? Ich habe das Gefühl, ich würde gerne mal wieder meine Waffe wechseln. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht immer so super genau ist. Wobei das natürlich jetzt wahrscheinlich mein eigener Fehler war. Aber ich hätte sowieso mal wieder Bock, mal wieder was anderes zu spielen. Wie wäre es mit der hier? Die habe ich noch nie wirklich über längere Zeit gespielt. Die würde ich wirklich gerne mal ausprobieren. So, packt man auch ein gutes Visier drauf. Das ist das von eben. Oder wir nehmen einfach... Nee, wir nehmen das hier. Das ist das gute Visier. So, so nehme ich. So, und dann gucken wir nämlich mal, wie das jetzt läuft. Ob das besser läuft oder ob das genauso läuft oder ob das einfach überhaupt gar keinen Unterschied macht. Mal gucken. Ne? Okay, auf dem Weg zu dem zweiten Tier habe ich jetzt doch nochmal eine Herde mit, wo sind sie denn da, mit Hausziegen gefunden. Klassische wilde Hausziegen, man kennt sie. Haben wir denn was dabei, was sich lohnt? Ah, okay, da ist doch schon mal ein ausgewachsenes Tier dabei. Mit mehr als einem Stern, mit zwei Sternen, das ist doch, naja, besser als nichts. Oh, und jetzt stellt sich's auch noch perfekt zeitlich, wir sollten unsere Chance nutzen. Guck mal, hier ist... Der perfekte Spot eigentlich, um sich hinzulegen, so. Das ist perfekt hier von diesem Felsen aus, oder? Also, finde ich schon ganz geil. Also, das müsste unser Tier sein. Zumindest den Hörnern nach müsste es das zumindest sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Waffe hier, ja, wie präzise die ist. Ob die geil ist, so. Wir haben ein bisschen Seitenwind. Wir ziehen nochmal ein Stück weiter nach rechts. Ungefähr so. Und nicht bewegen, mein Freund. Nicht bewegen. Hallo, beruhigen. So. Hallo. Oh, also vom Sound her gefällt mir das. War jetzt natürlich auf keinen Fall Herzhöhe. Dafür war es ein bisschen zu hoch wahrscheinlich. Wobei das hier auch ein bisschen weiter weg war als eingestellt. Aber, das hat mir irgendwie gefallen, muss ich sagen. Das hat mir schon wirklich ganz gut gefallen. Ja, man braucht ja auch mal ein bisschen Abwechslung. Das war auf jeden Fall ein Sound, an den ich mich auch gewöhnen könnte. Okay, gehen wir gleich mal rüber. Die hat es auf jeden Fall zerlegt. Gucken wir uns mal an, wie viel Energie die Waffe so hat. Ja, verglichen zu der Remington von vorher. Oh! Geiler Drift am Ende hin. So, gucken wir mal. Der Schuss war eigentlich ganz geil, aber es... So, gefühlt ist der weiter rechts, als ich gezielt habe, oder? Habe ich so weit rechts gezielt? Ich dachte, ich hätte mittig so ungefähr zwischen den Beinen so gezielt. Also eher hier. Naja, ich meine, ist okay, aber der Wind kam... Warte mal, kam der Wind von links? Nee, der Wind kam von rechts, oder nicht? So was hätte ich mir mal merken sollen, vielleicht, um das besser auswerten zu können. Naja, gut. Oh, ein bisschen zu viel Energie schon fast. Es reicht auf jeden Fall noch, dass es 5 Sterne sind, aber schon fast zu viel. Ich glaube, die Energie könnte ähnlich zu der sein, die wir vorher hatten. Die hatte auch so 3,5, 3,6 rum, glaube ich. Also, das ist okay, ist okay. Von daher
Da können wir auch Stufe 6 Tiere mit abschießen. Stufe 4 Tiere wird wahrscheinlich, naja, da haben wir dann keine 5-Sterne-Jagdwertung mehr. Okay, und weiter geht's zum nächsten Tier. Auf dem Weg finden wir bestimmt auch nochmal ein paar andere Tiere. Ich meine, es ist nicht weit weg, aber na, ich bin guter Dinge. Ja, das habe ich mir irgendwie alles anders vorgestellt. Die Blutspur hat mir eben verraten, dass der Treffer gar nicht mal so tödlich war, wie ich dachte. Ja, dann war der wahrscheinlich doch ein bisschen zu weit links. Hat wahrscheinlich nicht gereicht, um die Lunge zu zerfetzen. Ja, schade, ne? Schade. Gut, aber nichtsdestotrotz haben wir hier Tiere am Start. Und zwar schönere Tiere als die zuvor. Wir haben hier ein paar Wapidis am Start. Ich werde jetzt nur mal kurz gucken, was wir da so dabei haben. Das sieht mir so nach 2 bis 3 Sternen aus. Die Kollegen haben vielleicht schon ein bisschen mehr. Ich bin zu weit weg offensichtlich. Hier links am Berg waren auch irgendwelche Tiere. Leider sehe ich die von hier aus nicht. Also hier auf meiner Seite irgendwo am Berg. Ah, knapp 200 Meter entfernt. Ja, darauf können wir jetzt aber keinen... Also darauf können wir jetzt nicht achten. Die werden wahrscheinlich eh wegrennen, wenn ich hier gleich einen Schuss abgebe. Und dann gucken wir doch mal, was, ja, wie sich die Waffe so bei den größeren Tieren so anstellt. Ich würde auf jeden Fall den Kollegen hier mitnehmen, denke ich mal. Der steht gerade ganz gut da, schön seitlich. Sieht auch so ansonsten ganz gut aus. Vielleicht 3 Sterne würde ich jetzt mal schon schätzen. Kollege, hast du 3 Sterne? Komm, gib mir doch mal einen Call. Hallo, 270 Meter sollte doch mehr als ausreichend sein. Gib mir... Okay. 1 Stern, 2 Sterne. Okay, wir schießen, würde ich sagen, den Kollegen. Der steht jetzt gerade wirklich richtig gut. Der andere Kollege mit den 2 Sternen, gut, der hat mir jetzt den Rücken zugedreht. Sei es drum. So. Wir stellen mal auf 300 Meter ein. Ich denke mal, das ist ganz gut. Wir haben ein bisschen Gegenwind und vor allem haben wir Seitenwind. Wir haben natürlich weiter eingestellt, als das Tier tatsächlich weg ist. Deswegen brauchen wir nicht so super hoch zielen. Aber zumindest ein Stück nach rechts. So, wie wär's hier? Ja, ich denke mal, das war tödlich. Sieht zumindest so aus. Ja, der hat auf jeden Fall gesessen. Wollen wir es nochmal probieren? Ah, nee, traue ich mich nicht. Es klappt so selten, wenn ich das versuche. Na gut, aber wir haben es erwischt schon mal. Bin gleich mal gespannt, wie gut wir es erwischt haben. Wir erinnern uns, wir haben so ein bisschen, ja, unten rechts hingezielt, könnte man sagen. Mal gucken, ob das Trefferbild dasselbe sagt. Gut, wo habe ich denn die Karre geparkt? Hallo? Wo? Ach so, ja, da hinten. Gut, gehen wir mal rüber. Okay, ich habe doch gesagt, hier auf der Seite vom Berg sind noch Tiere. Ich habe sie gefunden und nur 100 Meter entfernt. Ja, ich war natürlich wieder super vorsichtig, bin mit dem Auto bis hier rangefahren. Und naja, sie haben mich nicht bemerkt. Ich habe schnell den Hochstand aufgestellt und ja, jetzt würde ich sagen, holen wir uns diese eine ausgewachsene Ziege noch. Und dann bin ich zufrieden mit der ganzen Nummer hier. 100 Meter sollten reichen. Wir haben einen starken Seitenwind, aber ich denke auf die Entfernung... Ist das auch so in Ordnung? Ich denke mal, so ist... Ich glaube, so ist okay. Wir warten, bis es den Kopf noch ein Stück zur Seite schiebt. Und dann... Komm, den Kopf noch ein Stück nach links. Also von dir aus gesehen nach links. Ja. Oder so. So ist perfekt. Rein. Weg mit dir. Damit bin ich durchaus zufrieden. Wer flüchtet hier? Bin schon versucht gewesen, ne? Aber nee, mach mal nicht. Eine einzelne Gams ist hier auf der Flucht. Vielleicht entscheidet sie sich dazu, da stehen zu bleiben. Dann wäre ich doch versucht, da nochmal... ob das eine gute Entscheidung war, mein Freund. Ich habe aber nicht die andere Ziege noch erwischt, oder? Okay, von der Zielgenauigkeit her, ich denke, das hat ganz gut funktioniert gerade. Oh, guck mal da. Da habe ich doch auch noch jemanden gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Und dann muss ich auch noch... Oh, wo waren das? Irgendwo hier hin auf jeden Fall. Nee, nicht so weit weg. Hier. Okay. Ja, gut. Das lief jetzt schon deutlich besser. Ich muss sagen, die Waffe finde ich ganz geil eigentlich.
schauen jetzt auch nochmal, ob das so passt mit dem, wie wir gezielt haben und dem, mit dem, wie wir geschossen haben. Ihr versteht schon, was ich meine. Übrigens habe ich auch mal wieder die Armbrust ausgepackt. Beziehungsweise ausgepackt habe ich sie noch nicht, aber ich habe sie dabei. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal ein Tier damit heute noch abschießen können. Ich würde es zumindest ganz gerne versuchen. So. Oh, der war geil. Der war wirklich so, wie ich geschossen, also so, wie ich auch schießen wollte. So sieht das hier auch aus, würde ich sagen. Gut, der war jetzt natürlich auch nicht weit weg. Da dürfte auch nicht so viel Abweichung drin sein. Aber das ist gut, das ist gut. Schön durchs Herz, schön mittig durch vor allem. Und bei so viel Energie ist er hinten wieder rausgegangen. Naja, er ist dann irgendwo drinnen stecken geblieben. Also das ist genau richtig, würde ich sagen. Genau richtig für diese Tiere. Erwachsen. Oh, ich habe gar nicht das... Na gut, ich habe das ausgewachsene Tier scheinbar nicht getroffen. Eventuell gab es da eine kleine Verwechslung. Aber ist nicht so schlimm, weil wir ein Tier mit schlechtem DNA-Wert abgeschossen haben. Von daher... Ja, was soll's, ne? Gut, vielleicht findet man das andere Tier auch nochmal wieder. Jetzt gehen wir erstmal weiter zum Wapiti. Da bin ich auch mal gespannt, wie wir das getroffen haben. Wir erinnern uns, wir haben irgendwo so leicht unten rechts hingeschossen. Natürlich aber auch mit mehr Entfernung eingestellt, als das Tier tatsächlich weg war. So, und wir haben... Naja, ich habe unten rechts, also sagen wir mal, hier ist unten rechts. Sagen wir mal, hier habe ich hingezielt. Das Tier ist knapp 30 Meter weiter entfernt, als ich eingestellt habe. Ja, das, also ich denke, das kommt schon ganz gut hin eigentlich. Also von der Ausrichtung her stimmt es. Vom Wind her... Gut, ich weiß gar nicht mehr, werden so diagonalen Wind, ne, glaube ich. Der Wind hat die Kugel gar nicht so weit weggetragen, würde ich sagen. Also scheinbar hat die gut Power. Ja, bin ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Passt soweit vom Bild her für mich. Das Tier ist auch natürlich in Ordnung. Oh, naja, gut. Es stand zu lang auf dem windigen Hügel, habe ich so das Gefühl. Also, es ist ein bisschen schief geworden alles. Gut, und dann gucken wir uns doch jetzt noch die schöne Gams an und dann gehen wir mal weiter nach Norden. Also, so langsam habe ich auch mal wieder Bock auf ein bisschen Wald. Ein bisschen waldigeres Gebiet. Das ist ja hier zu einfach. Hier sieht man die Tiere ja schon auf 300 Kilometer Entfernung. Ne? Und auch das sieht eigentlich relativ gut aus, würde ich sagen. Es war gar nicht so weit weg, wie ich gedacht habe. 300 Meter habe ich, glaube ich, auch eingestellt gehabt. Dementsprechend auch ein bisschen weiter oben getroffen, aber auch relativ mittig. Ich denke, das ist in Ordnung. Erwachsenes Männchen mit 20% DNA-Wert ist, denke ich, ganz gut, dass wir das abgeschossen haben. Bin ich ehrlich. Ich wollte aber trotzdem nochmal gucken... Gams, was sie für eine Jagdbewertung hat. Guckt mal, sogar eine 5-Sterne-Jagdbewertung bei einer Gams. Na, es kann auch an der Entfernung liegen, aber Gams ist ja normalerweise Stufe 4, wenn ich mich nicht täusche. Von daher ist auch da die Waffe ganz gut dabei, würde ich sagen. So, da drüben ist schon wieder einiges los. Ich würde jetzt aber sagen, es geht erstmal weiter hier in das Waldgebiet. Und dann vielleicht nochmal hier rüber. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Los geht's. Okay, ja, ich bin jetzt hier oben auf dem Berg angekommen, wo ich den Punkt auch markiert habe hier. Und scheinbar haben wir hier auch direkt einen Lagerplatz. Direkt an so einem kleinen See mit auch noch ein paar kleinen Tierchen, ein paar Gämsen, die hier rumlaufen. Leider habe ich sie schon gecheckt, nichts Ausgewachsenes dabei, aber dafür Potenzial dabei. Hier zwei Tiere oder ein Tier zumindest. Ne, waren es nicht zwei? Naja, ein Tier hat auf jeden Fall 2 Sterne und ist erwachsen. Ich meine, das ist okay. Nur leider können wir damit jetzt noch nicht viel anfangen. Wollen wir einfach irgendjemanden mitnehmen? Das da oben sieht doch gut aus. Das hat nur 1 Stern und es steht wunderbar seitlich. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir das auch mitnehmen. Also, warum auch nicht? 200 Meter stellen wir mal ein. Wir haben einen Gegenwind, das ist in Ordnung. Zack. Also, ich würde mal sagen, der könnte ganz gut gesessen haben. Vielleicht sogar das Herz getroffen. Wir werden uns das mal gleich genauer anschauen. Auch werden wir uns anschauen, ob es hier eine Mission gibt. Aber ich glaube es ganz ehrlich nicht. Gab es bisher irgendwie fast nie an diesen Orten. Okay. So. Nicht ins Wasser fahren, nicht ins Wasser fahren. Okay. So, meine Freunde, dann gucken wir doch mal, wie es dich zerrissen hat.
Ja, knapp überm Herzen auf jeden Fall. Ich denke, das passt ganz gut zum Schuss. Ich denke auch. Ich habe jetzt nicht sonderbar niedrig gezielt oder so. Einfach mitten rein und der ist mittig. Das ist in Ordnung. Auch noch 5 Sterne. Interessant, dass es hier nur so knapp an der Obergrenze ist. Bei den anderen Tieren sogar noch ein bisschen drüber. Ich gedacht hier, die Gämsen sind mit Stufe 4 mit schwächere Tiere, aber gut. Ja, 66%. Ich meine, ist an sich in Ordnung, aber ja, muss jetzt auch nicht sein, mein Freund. So, dann holen wir noch den Lagerplatz hier eben. Da war noch ein Baum. Oh, hier gibt es auf jeden Fall auch ein Auto, das ist gut. Und eine Jagdkarte würde ich vielleicht noch mitnehmen. Wenn man schon mal hier ist, also. So. Und dann habe ich eigentlich gehofft, hier auch ein paar Sambare irgendwo in der Gegend anzutreffen. Hier soll es ja ein paar geben. In der Nähe, aber bisher habe ich noch nicht so viel Erfolg. Wir schauen uns weiter um, würde ich sagen. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter in den Westen gefahren, weil ich gesehen habe, dass es hier ein paar Sambare gibt. Zumindest zu dieser Uhrzeit sind die ja am Fressen und hier gibt es durchaus ein paar. Da werde ich mal gucken, ob wir da was finden, aber zuvor werden wir hier noch so eine Ziege mitnehmen. Ich denke, das bietet sich gerade ganz gut an. Vielleicht sollten wir vorher nochmal checken, wer sich da am besten für lohnt. Ja gut, jetzt laufen sie natürlich aus meiner Sichtlinie. Naja, dann musst du halt dran glauben, mein Freund, wenn alle anderen weg sind. Nehmen wir das, was übrig bleibt, habe ich ja schon mal gesagt heute. 100 Meter ist, denke ich, okay. Und aha, das ist sehr schön. Das gefällt mir. So, vielleicht kriegt man sogar noch eine. Ich habe die mir angeschaut. Von da, da könnte man eigentlich alles mitnehmen. Von daher, wie sieht's aus, Kollege? Oder du? Die ist, glaube ich, nicht wieder aufgestanden. Ich denke mal, die haben wir erwischt. Ja, schön. Nehmen wir nochmal 2 Ziegen mit. Wer ist das? Wer ist da hinten? Ja gut, dann machen wir aus 2 halt 3 Ziegen, oder? Also, ich meine, es bietet sich jetzt mal ganz gut an. So, legen wir uns nochmal kurz hier hin, damit wir auch nicht so wackeln. Und da dreht sie sich sogar in unsere Richtung. Also besser könnte es ja auch gar nicht laufen eigentlich. Und weg. So. Ziegen, wunderschöne Tiere, oder? So, die haben wir auf jeden Fall gut getroffen. Schön ins Herz. 60% ist in Ordnung. Weg mit dir. So, dann die nächste. Wo haben wir? Die liegt da irgendwo in dem Tal, hier irgendwo in dem Graben. Fällt sie in den Graben, ne? Fressen sie die Raben, es sei denn, der Jäger kommt und nimmt sie mit. Sollte er vielleicht auch tun. So. Ja, die haben wir sehr weit oben getroffen, aber das war trotzdem hervorragend getroffen, würde ich mal sagen. Das war das ausgewachsene Tier, auch gut. Und dann müssen wir da hinten noch ein Tier mitnehmen, würde ich sagen. Und dann würde ich wirklich ganz gerne nochmal schauen, ob wir noch ein paar Sambare finden zum Ende der Folge hin. Das wäre dann nochmal ganz geil. Oder zumindest irgendwas anderes, was so in so eine Hirschrichtung geht, vielleicht. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht hängen bleiben, aber die Brücke ist hoch genug. So, dann zeig mal her. Ja, ich meine, das war solider, mittiger Treffer. Ich muss sagen, die Waffe bisher macht einen wirklich guten Eindruck. Also, die Schüsse landen da, wo ich sie haben will. Und das sollte auch bei einer Waffe so sein. Ich glaube, ich werde jetzt bei der erstmal bleiben. Ich meine, die Remington war auch gut, aber die hier, ich glaube, die könnte mir sogar noch ein bisschen mehr gefallen. Okay. Okay, weiter geht's. Gucken wir mal, was wir jetzt zum Ende der Folge noch finden. Ja, Leute, das mit den Sambaren ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Ich habe wirklich keine einzigen gefunden. Genauer gesagt habe ich irgendwie gar keine Tiere mehr gefunden seitdem. Ich bin jetzt ja, fast ganz im Norden oben. Ziemlich weit im Westen drüben. Und naja, ich habe endlich mal irgendwas gefunden. Und zwar ein paar Hirsche. Zur Mittagszeit ist einfach nicht, läuft einfach nicht so gut. Da chillen die Tiere alle. Sambare fressen halt mittags, aber ich habe sie nicht gesehen. Naja, wir werden uns jetzt hier eben den Hirsch mitnehmen. Gegebenenfalls mit einem Kopfschuss. Ganz gezielt. Und ja, dann holen wir uns noch so ein Wildschwein, würde ich sagen.
Oh, mein Freund, dann einmal in die Kamera lächeln. Ich 100 Meter, ich denke mal, der Seitenwind ist auf die Distanz nicht so beachtlich. Oder du stehst auf, das ist natürlich auch in Ordnung. Ja, da kann ich auch schön drauf schießen. Ja, weg mit dir. Zwei Weibchen sind leider zu schnell aus dem Bild. Schade, sonst hätte ich da natürlich noch. Naja, ihr wisst's ja. So, dann gehen wir gleich mal rüber zu den Wildschweinen, oder? Oder wollen wir das Tier erst mitnehmen? Kommt, wir holen erstmal schnell das Tier, den Hirsch, und dann gehen wir zu den Wildschweinen. Eins nach dem anderen hier, sonst vergesse ich wieder irgendwas. So, hier liegt er. Da hinten ist. Habe ich da hinten auch gerade noch Bewegung gesehen? Was auch immer. So, mein Freund, dann komm mal mit in meine Tasche. Ja, war auch eigentlich sehr angenehm, der Schuss. 40% den A-Wert ist ein bisschen zu niedrig, mein Freund. Das geht natürlich nicht. So. Dann einmal hier rüber und zu den Wildschweinen fahren. Da müssten wir, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Rückenwind haben, oder? Wind geht nach Süden, ich gucke nach Norden. Nee, dann kommt uns der Wind genau entgegen. Ist ja noch besser. Oder? Ja, der Wind kommt uns genau entgegen. Ja gut, dann können sie mich schon mal nicht riechen. So. Wer ist denn bei euch der Anführer? Wer hat dir das Sagen? Okay, der hat auf jeden Fall schon mal gut geerbt. Aber habt ihr kein ausgewachsenes Männchen dabei? Ist das wirklich, was ihr mir sagen wollt? Ja, habe ich alles schon besser gesehen, bin ich ehrlich. Aber gut, dann ausgewachsenes Weibchen, du wirst dann glauben müssen. Du oder irgendeine von den anderen Weibchen wahrscheinlich. 200 Meter. So, dann schauen wir doch mal, wie das jetzt läuft. Weißwedelhirsch männlich, gar nicht mal so weit weg. Vielleicht lassen wir doch nochmal von dem Wildschwein ab und fokussieren uns nochmal da drauf. Ich will zumindest mal gucken. Vielleicht ist es ja ein Hirsch mit 4 Sternen oder so. Wer weiß? Da steht er nämlich drüben auf dem anderen Hügel. Oh. 2 Sterne und erwachsen. Das ist eigentlich trotzdem ganz gut. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht will ich auch lieber noch so ein Hirschweibchen abschießen, anstatt so ein Wildschweinweibchen. Wobei, die Wildschweine sind zahlreicher, ne? Wir nehmen so ein Wildschwein. Komm. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das hier war das Weibchen, was wir wollten, oder? Ach komm, ich gehe jetzt einfach mal drauf. Das sieht gut aus. Moment. Ja, direkt wieder mit einem Treffer erlegt. Also bisher hat die Waffe noch nicht einmal ein Tier verschont, oder? So, und direkt auf den anderen, nochmal in die andere Richtung schießen und. Oh, und in dem Moment, wo ich sage, überlebt natürlich das erste Tier. Ja, Glückwunsch, aber trotzdem wird es sterben. Sollte niemand überraschen. Ich denke, der war ganz gut. So. Ja, gut. Dann sammeln wir doch mal ein, was wir abgeschossen haben und. Ja, ein Tier sollte vielleicht noch drinne sein, oder? Ich denke, eins ist noch drinne. Gut, holen wir mal schnell das Wildschwein und dann noch den Hirsch. Der müsste ja gleich liegen geblieben sein, der Kollege hier, oder? Beziehungsweise die Kollegin, es war ja ein ausgewachsenes Wildschwein. Ja, ein weibliches Wildschwein. Ausgewachsen kann das Männchen auch sein. Und wir haben gleich das Herz getroffen. Schön. Und es war sogar das Weibchen. Ja, wunderbar. So kann das laufen. Damit bin ich durchaus zufrieden. Gut, dann gehe ich jetzt noch rüber, hol den Hirsch. Und dann holen wir uns noch ein Tier, würde ich sagen, und dann sind wir fertig für heute. Vielleicht finden wir hier ja noch was Schönes in der Gegend. Gut, da haben wir doch unser Tier. So weit ist es nicht gekommen und schaut euch den Schuss eigentlich mal doch mal an. Also, er war auch gar nicht mal so schlecht. Knapp über dem Herzen nur. Hat halt nicht für beide Lungenflügel gereicht und wahrscheinlich, weil das so ein bisschen schräg war, wir noch ein bisschen Knochen erwischt haben, Hauptschlagader noch erwischt haben, alles so ein bisschen erwischt haben, hat es wahrscheinlich einfach nicht für den direkten Kill gereicht. Ja, deswegen ist das Tier noch 100 Meter weit gelaufen. Aber gut, ja, schade, ein bisschen tiefer nur. Aber gut, packen wir nochmal ein und dann, ja, sehe ich irgendwo in der Ferne vielleicht noch irgendein Tier, was sich lohnt. Sehe momentan allgemein sehr wenig Tiere. Da, gucke mal da hinten.
Da gehen wir jetzt nochmal hin. Ich meine, es ist nur ein Hirsch, nur ein Weißwedelhirsch, aber besser als nichts. Gucken wir doch mal. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch was Besseres. So, na gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Also, hier sind noch ein paar Tiere mehr. Oh. Hier rennt schon irgendjemand. Gucken wir mal, was wir da verschreckt haben. Nur eine Sau, das ist in Ordnung. Aber, hey, guckt mal, da sitzt doch noch unser Tier. 3 Sterne Weißwedelhirsch. Das ist das beste Tier, was wir heute gefunden haben. Wobei ich das Tier da drüben markiert habe, auch 3 Sterne Weißwedelhirsch. Na klar, da hinten steht auch noch einer, der ist bestimmt auch 3 Sterne wert. So, hier drüben haben wir noch ein paar Wildschweine, aber ich glaube, die können da nicht so ganz mithalten. Oder? Ja, die hauen wahrscheinlich eh gleich ab, weil sie alarmiert sind. Aber auch ein Tier mit 2 Sternen schon im Erwachsenenalter. Da hinten nochmal jede Menge Wildschweine, also hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nur ein Tier schießen können und dann werden wir uns natürlich für einen der beiden Hirsche entscheiden. Ja, die 3 Sterne, die lassen wir nicht einfach liegen. Auch da hinten die Wildschweine sehen gut bestückt aus. So, da hinten sind auch noch ein paar Hirsche. Also Hirsche gibt es hier ganz viele scheinbar. Auch in angemessenem Qualitäts... ja, ihr versteht schon, in angemessener Qualität halt. So, wird Zeit, dass wir hier ans Ende der Folge kommen. Ich kann schon nicht mehr sprechen hier, ich merke es schon wieder. Es zerrt an meinen Nerven, ich sitze schon wieder fast 2 Stunden in der Aufnahme. Naja, 1,5 Stunden, sagen wir mal 1,5 Stunden. So, mein Freund, dann, du kannst noch hier an dem Gebüsch vorbeigehen, aber dann solltest du mal anhalten, ja? Dann ist es vorbei. So, das war's jetzt. Wir zielen ein bisschen höher. Ungefähr so. Er war vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich dachte, das Tier ist ein bisschen weiter weg. Aber gut. Tod ist tot, würde ich sagen. Mit einem Schuss erlegt. Ja, und damit haben wir das letzte Tier für diese Folge erwischt. Es sei denn, es rennt gleich noch eins direkt vor meiner Nase rum. Aber ich denke mal nicht, dass sich noch irgendjemand das traut. Wo ist mein Auto eigentlich? Habe ich das... Warum habe ich das so weit hinten abgestellt? Kann mir das mal jemand sagen? Gut, dann schauen wir uns doch das letzte Tier nochmal an. So, und da liegt er. Irgendjemand grunzt schon wieder im Hintergrund. Wer ist schon wieder so dreist? Ja, okay. Sollen sie ruhig machen. Oh, ich könnte ja schon wieder irgendwie... Aber nein, lassen wir. Guck mal lieber den Kollegen mal an. Sehr weit oben eingeschlagen, die Kugel, für meinen Geschmack. Ein bisschen... Naja, ich weiß nicht. Gut, es waren nur 220 Meter entfernt. Ich habe 200 Meter eingestellt gehabt, glaube ich. Von daher, ja, war das jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ich habe ja ein Stück weit oben gezielt. Aber ich weiß nicht so ganz. Aber ja, an sich ist es alles in Ordnung. Passt. Geweih ist ein bisschen schief, deswegen kommt er auch nicht in die Ausstellung. Aber ich bin zufrieden. Sowohl mit dem Schuss, mit der Waffe, als auch mit dem Tier. Naja, immerhin auch mal was mit 3 Sternen heute erlegt, ne? Also auch hier mein Fazit zu der... Was ist denn das nochmal für eine Waffe? Die Steyr Scout Monoblock Armored Green Brown. Okay. Ist auf jeden Fall eine nette Waffe, die Steyr Monoblock. Habe ich ja damals schon ganz geil gefunden. Die hier scheint auch... Ja, gute Waffe zu sein. Gutes Gerät, würde ich sagen. Gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, reicht's auch wieder für heute. Schönen Dank fürs Einschalten, Leute, und schaltet auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Einmal drehen wir noch eine Runde hier durch den Park. 1 oder 2 Mal. Wahrscheinlich kommt aber am Wochenende was anderes. Wahrscheinlich nur 1 Mal. Also, schaltet da auch gerne wieder ein. Also, bis dahin, Leute. Lasst es krachen und, nein, ich schieße jetzt nicht noch so einen Hasen ab. Ciao, ciao.